Res. Also ich muss ja sagen, irgendwie das Niveau von der ganzen Sache geht, oder beziehungsweise auch die Logik, geht von Kommentar zu Kommentar weiter nach unten. Exponentiell, da du ja so ein Mathe-Fan bist, müsstest du damit was anfangen können. Ja. Du kommst erstmal an. Du findest geil, wie ich auf Argumente, wie ich mit Argumenten komme. Und ich hab dich gebannt. Warte mal, ganz kurz. Ja, ich habe dich gebannt, nachdem du mich und meinen Co-Streamer beleidigt hast. Ja, das ist tatsächlich Tatsache. Ich habe dich gebannt, nachdem du mich und meinen Co-Streamer beleidigt hast. Du hattest mich mal gebannt, nachdem ich ein Video gemacht habe, was dich ja beleidigt hat, wo ich lediglich gesagt habe, yo, kannst du den Refill toppen. Dafür hast du mich mal gebannt. Also, wenn du auf so eine Argumentation gehst, wäre es zumindest empfehlenswert, wenn dein eigener Standpunkt so gesehen haltbar ist und du es nicht genauso gemacht hast. Dann. Und ich war der, der dich bannt, ja, wie gesagt, und mein Mate auf dich loshält, Santessa. Ich habe deine Nachricht vorgelesen. Jonas hat angefangen, mich zu beleidigen. Ich habe nicht gesagt, jo, beleidige den mal oder sonst was. Ich habe die Nachricht vorgelesen. Warte mal, können wir mal im Boss die Fresse halten? Ich habe die Nachricht vorgelesen. Warte mal ganz kurz. Die fucken mich gerade ab. So, super nett. Wer ist das andere? Oh, ich krieg Anfälle. Naja, jedem sei. Ich habe die Nachricht vorgelesen, die du geschrieben hast. Die war auch, glaube ich, irgendwie zum Vorlesen gedacht, wenn du sie im Chat schreibst. Er hat dann angefangen, dich zu beleidigen. Willst du mich jetzt allen erstes für die Taten von jemand anderem verantwortlich machen? Digga, sind wir hier in Nordkorea oder was, wo es irgendeine Familienstrafgeschichte gibt, wo du dann, das, was dein Uropa mal gemacht hat, oder, beziehungsweise ich bin ja nicht mal mit Jonas verwandt, für das, was dein Kumpel gemacht hat, in den Knast gehen musst oder was? Sind wir hier in Nordkorea oder wie? So, dann. Den Beweis, dass ich nichts Besseres zu tun habe, als mich mit dir zu beschäftigen. Wenn mein Mate bis 5 Uhr feiert und er dann sagt, yo, ich hab keinen Bock, mich so früh zu treffen, lass um 4 treffen und dann halt bleiben wir dann lang weg. Ja, dann sage ich nicht, nee, Digga, da habe ich keinen Bock drauf. Und wenn ich dann ein paar Stunden Zeit habe, boah, und mir langweilig ist, ja, dann beschäftige ich mich von mir aus auch mit dir. Das ist für mich gar kein Problem. Und dann kommst du kombiniert mit P und Zocken geht auch schlecht mit Internetproblemen. Der YouTube-Schauen geht auch schlecht mit dem Internetproblem. Wahrscheinlich besser als zocken, aber schau einfach verdammt nochmal andere YouTube-Kanäle. Also ich verstehe absolut nicht, was deine Mission ist, wenn du eine wirklich absolut schlecht aufgebaute Argumentation durchgehend gegen mich durchziehst. Also ich verstehe echt nicht, was du damit erreichen möchtest. Aber okay, so viel dazu. Ja. Ich bin, sagt wie immer, auf deine Antwort gespannt, kommt wahrscheinlich wieder irgendwas komplett Irrelevantes oder was Unlogisches. Bis dahin, die fuckt mich hart ab.